Besten Dank für die Einleitung. Guten Abend miteinander. Ich hoffe, Sie sehen die Präsentation bereits und hören mich laut und deutlich im besten Fall. Ansonsten bitte melden. In meinem Vortrag werde ich Ihnen einen Überblick über die fernerkundliche Methode der Radarinterferometrie geben. In den nächsten 15 Minuten werde ich Ihnen das Grundprinzip vorstellen, wie man aus einer Satellitenumlaufbahn aus über 800 Kilometer Distanz Bewegungen an der Erdoberfläche mit Millimeterpräzision bestimmen kann. Dies ohne jegliche Installationen am Boden. Weiter möchte ich Ihnen anhand von Beispielen, die Anwendungsbereiche dieser Methode zeigen und im letzten Abschnitt auf die Adaption des Sensorprinzips auf Luft- und bodengestützte Plattformen eingehen. Zu dem Beginn, zu den Anfängen der satellitengestützten Radarinterferometrie. Vor fast genau 30 Jahren startete mit ERS-1 die erste radargestützte Erdbeobachtungsmission der ESA. Diese hatte zum Ziel, den Zustand und die Veränderungen an der Erdoberfläche festzustellen. Ein erster Durchbruch der Radarinterferometrie geschah mit dem Sichtbarmachen des Deformationsfeldes des Landers-Erdbebens in Kalifornien von 1992. Dies ist hier auf dem Nature-Titelblatt abgebildet. Hierbei wurden die Radarphasendifferenzen zwischen einer Aufnahme vor und einer Aufnahme nach dem Erdbeben berechnet. Hier dargestellt ist jetzt das Deformationsfeld und jeder Farbzyklus in diesem koseismischen Interferogramm entspricht der Verschiebung einer halben Wellenlänge des Sensors in Blickrichtung. In diesem Fall sind es 28 mm pro Farbzyklus. Zählt man nun die Anzahl Farbzyklen von außen nach innen, also von unbewegt bis hin zum Zentrum der maximalen Deformation, kann man die maximale relative Verschiebung berechnen. In diesem Fall sind es mindestens 20 Fringes, was einem Minimalwert von 56 cm Bewegung entspricht. Ausgehend von diesen ersten Resultaten wurden die Auswertmethoden seither immer verfeinert und auf verschiedenste Anwendungsbereiche erweitert. Das Grundprinzip hingegen blieb immer gleich. Dieses funktioniert so, dass ein Sensor beim Überflug Radarwellen in einem sehr engen Frequenzbereich aussendet und die zurückgestrahlten Echos wieder empfängt. Aus diesen Echos lassen sich Radarbilder wie dargestellt berechnen. In diesen Bildern sind sowohl die Intensität der Echos, hier als Graustufenbild dargestellt, wo man Features erkennen kann, wie Seen oder Gletscher. Aber noch wichtiger für die Bewegungsdetektion ist das zweite Bild, wo man im Einzelbild nicht viel erkennen kann. Dort wird die Phaseninformation pro Auflösungszelle gespeichert. Erst mit einer zweiten Aufnahme von der gleichen Position aus kann man nun die Phasendifferenzen berechnen, welche verschiedene Informationen enthalten. Die Differenzen bilden die interferometrische Phase. Diese berechnet sich aus vier maßgeblichen Termen, die oben angegeben sind. Die für uns interessante Information ist im Term der Verschiebung enthalten, also das Phi-Disp. Die anderen Terme, die Topographie, die ionotropisphärischen Phaseneffekte, sondern das, und sowie das Systemrauschen, müssen wir davon trennen. Da die Satellitenbahnen nie ganz exakt eingehalten werden, also von leicht unterschiedlichen Blickrichtungen aus gemessen wird, macht zuerst ein Großteil der Phasendifferenzen die topografische Phase aus. Um diese zu korrigieren, verwenden wir ein Höhenmodell der Erdoberfläche und die möglichst präzisen Bahnvektoren der beiden Satellitenüberflüge. Davon ausgehend wird nun die topografische Phasenkorrektur berechnet und vom initialen Interferogramm, hier links dargestellt, abgezogen. Das Resultat erscheint nun deutlich ruhiger. Die dargestellten Farben deuten in der Regel noch nicht auf Bewegung hin, sondern enthalten noch den Term der atmosphärischen Phasendifferenzen, welche nicht nur, aber vor allem durch die Veränderungen im Wassergehalt der Luft entstehen. Um zur Bewegung zu gelangen, müssen wir nun auch diese identifizieren und vom Bild entfernen. Hierfür gibt es aber nicht die eine umfassende Lösung, sondern eine Vielzahl von Strategien der Schätzung und Verringerung der atmosphärischen Phasentherme. Dabei muss man tunlichst vermeiden, auch Signale der Verschiebung, die wir eigentlich messen wollen, auch wegzufiltern.
Dafür braucht man eine gewisse Grundkenntnis und Grundannahmen der Bewegung, die wir beobachten wollen. Wenn nun die atmosphärischen Beiträge entfernt sind, lassen sich die Restphasen und das Rauschen durch das Verwenden von mehreren unabhängigen Aufnahmen weit reduzieren. Durch viele Aufnahmen lassen sich Zeitserien von Bewegungsverläufen einzelner Punkte am Boden aufzeigen. Im Beispiel oben rechts sind die saisonalen Hebungs- und Absenkungsbewegungen durch Gefrier- und Tauzyklen im arktischen Permafrost gezeigt. Wenn die Resultate fertig gefiltert und prozessiert sind, werden die Deformationskarten schließlich von der Radargeometrie in die gewünschte Kartenprojektion umprojiziert. Als erste Zusammenfassung können wir sagen, dass diese aktive Fernerkundungsmethode geeignet ist, die relativen Bodenbewegungen in Blickrichtung in einer Präzision von bis zu einem Millimeter zu erfassen. Relativ in diesem Zusammenhang soll heißen, dass immer zwei verschiedene Bodenpunkte miteinander verglichen werden. Im Gegensatz zu GNSS-Satelliten ist es nicht möglich, mittels Radarinterferometrie die absolute Anzahl der Wellenlängen zwischen Sensor und Bodenstreuer zu bestimmen. Dies kann über die Laufzeit nur für jede Auflösungszelle geschehen, die zum Beispiel bei Sentinel-1 bei 20 mal 5 Meter liegt. Die für kommerzielle Systeme im Moment beste Auflösung liegt bei 50 mal 50 Zentimeter, was aber auf Kosten der räumlichen Abdeckung geht. Mittels der differenziellen Phase können also Bewegungen von mehreren Größenordnungen kleiner als die Bildauflösung ist, bestimmt werden. Wichtig für das Einhalten des Messbereichs von maximal wenigen Wellenlängen ist der Wiederholzyklus der Aufnahme. Bei ERS-1 betrug er 35 Tage, bei der aktuellen Sentinel-1-Mission nur noch 6 Tage. Dies verbessert die Anwendbarkeit und auch die Möglichkeiten für Monitoring ähnliche Anwendungen enorm. Die Daten von Sentinel-1 sind auch frei verfügbar, im Gegensatz zu kommerziellen Systemen, welche Datenkosten zum Teil von mehreren tausend Franken pro Aufnahme veranschlagen. Kommerzielle Systeme hingegen bieten häufig eine viel bessere Bildauflösung. Soweit zu den technischen Rahmenbedingungen. Nun zu den Anwendungsbereichen. Hier ist schematisch dargestellt, in welchen Bereichen der Bewegungsdetektion Radarinterferometrie oder hier Radar im Generellen eingesetzt werden kann. Generell können mit dieser Methode mehrere Prozesse von unterschiedlicher Größenordnung und Art beobachtet werden. In den folgenden Folien werde ich Beispiele für Deformationsprozesse verschiedenster Größenordnungen zeigen. Beginnend mit den Prozessen von tektonischer Größenordnung bis hin zu sehr lokalen Deformationen, zum Beispiel im urbanen Raum. Die in etwa schwierigsten Prozesse, welche mit satellitengestützter Radarinterferometrie beobachtet werden können, sind kontinuierliche, langsame Gebirgshebungen. Dies rührt daher, dass die räumliche Größenordnung des Prozesses sehr groß ist. In dieser Größenordnung finden auch atmosphärische Effekte oder auch Fehler in topografischen Korrektur statt. Oft reichen die Bewegungen sogar weit außerhalb der einzelnen Bildstreifen, welche von Satelliten aufgenommen werden, hinaus. Um solche Prozesse abzubilden, bedarf es sehr guter Vergleichsdaten oder Modelldaten. Und diese stammen meist von unabhängigen Methoden wie vielfach GNSS oder eben bodengestützte Nivellements. Mit diesen werden die Modellparameter geeicht und Daten entsprechend prozessiert und kalibriert. Weit einfacher zu erkennen sind Deformationen im Zuge von raschen Entladungen von Spannungen der Erdkruste. Wie im eingangs gezeigten Beispiel des Landers-Erdbebens lassen sich Oberflächendeformationen durch den Vergleich von Radaraufnahmen kurz vor und kurz nach einem Erdbeben sichtbar machen. Dies ist wichtig für das Verständnis der seismisch aktiven Zonen. Und hier im Beispiel ist es das Fukushima-Erdbeben bei Sendai gezeigt, das mit Envisat-Daten abgebildet wurde. Hier sind nun zwei Beispiele von menschgemachten großflächigen Bodenbewegungen dargestellt. Links ist das Beispiel von Bodenabsenkungen in Mexiko-Stadt, welche durch extensive Grundwassernutzung verursacht sind.
In den grauen Bereichen kann infolge der Dekorrelation durch Vegetation und Oberflächengewässer keine Information gewonnen werden mittels Radarsatelliteninterferometrie. Auf der rechten Seite dargestellt ist ein Beispiel aus der Schweiz. Dieses zeigt Setzungsbewegungen über dem Gotthard-Basistunnel im Bereich von Walnalps. Für diese Darstellung wurden die Resultate von zwei Geometrien, von Ascending und Descending, bereits miteinander verrechnet, um die vertikale Komponente zu bestimmen. Auch hier bestehen systembedingt Lücken, die von Vegetation und Wasser, aber auch durch Abschattungs- und Layover-Effekten im Gebirge verursacht sind. Gletscherbewegungen sind in der Regel zu schnell, um mit Satellitenradar-Interferometrie kohärent zu verfolgen. Da sie aber so schnell und in solch reiner Größenordnung stattfinden, dass sie über die Auflösungszelle hinausgehen, können mit Pixel-Tracking-Methoden Bewegungsfelder nun auch parallel zur Bildebene bestimmt werden. Für großflächige Monitoring-Anwendungen, wie hier im Beispiel rechts über der gesamten Insel Svalbard, kann diese Methode dann auch mit Interferometrie kombiniert werden, um sowohl die schnellen als auch die langsamen Bewegungen abzudecken. Weiter können, jetzt hier wieder zwei Beispiele in der Schweiz, können wichtige Informationen über Rutschungen in Gebieten, in alpinen Gebieten, also in gebirgigen Gebieten gewonnen werden. Hier ist das Beispiel der Moosfluh-Instabilität. Und das ist auch ein Beispiel zweier verschiedenen Methoden, wie man aus den gleichen Grunddaten unterschiedliche Resultate gewinnen kann. Also komplementäre unterschiedliche Resultate. Links ist eine punktstreuerbasierte Methode dargestellt. Und für diese werden viele Einzelaufnahmen zu mittleren Geschwindigkeiten und dies mit einer hohen Präzision zusammen verarbeitet. Es resultieren aber Lücken über Gletscher, Wald und hier wichtig, im schnellsten Bereich der Rutschung. Die Bewegung ist zu schnell für die Sensitivität dieser Methode und darum werden keine Punkte abgebildet. Diese Lücken können wie analog zum Beispiel des Erdbebens mit einem einfachen Interferogramm aufgefüllt werden. In einer kurzen Betrachtung sieht man deutlich diese großen Bewegungsbeträge. Und hier im letzten Beispiel zeige ich die Bewegung einzelner Gebäude bzw. einzelner Punktstreuer hier in einem Hafenbereich bei Funabashi in Japan. Das zeigt die Möglichkeit der Bewegungsdetektion von sehr kleinen Prozessräumen. Die längst nicht abschließende Liste aus Beispielen zeigt das breite Anwendungspotenzial der Methode. Die bestechendsten Pluspunkte sind die große räumliche Abdeckung und die Möglichkeit der retrospektiven Auswertung durch die immer größer werdenden Missionsarchive. Nicht unerwähnt bleiben sollten auch einige stark einschränkende Limitierungen. Dazu gehören, dass nur Bewegung in Blickrichtung erfasst werden kann. Und bei Satellitenmissionen entspricht das grob der vertikalen und der Ost-West-Richtung. Die zweite große Einschränkung betrifft gebirgige Gebiete. Bildgebende Radarsatelliten müssen systembedingt schräge Aufnahmen der Erdoberfläche machen. In gebirgigen Gebieten führt dies zu Abschattung und Überlagerungseffekten und schließlich zu Informationslücken. Um diese zu überbrücken, wurde die Methode dann auch auf flexible, bodengestützte Systeme adaptiert. Mit terrestrischer Radarinterferometrie, die dem gleichen Prinzip folgt wie eingangs vorgestellt, können auch kleinere Prozessräume mit großer Präzision vermessen werden. Durch schnelle Aufnahmen lassen sich auch nahezu Echtzeitmonitoring-Anwendungen betreiben. Bei terrestrischen Systemen kann man zwischen Systemen mit realer und solchen mit synthetischer Apertur unterscheiden. Also Satelliten haben immer, wie gezeigt, eine synthetische Apertur. Da die Bildauflösung in Azimut durch die Größe bzw. Länge der Antennen bestimmt wird, gibt es Grenzen in der Praktikabilität. Bei synthetischer Apertur kann man aber bei gleichbleibender Länge die doppelte Auflösung erzielen. Mit realer Apertur hingegen erzielt man meist ein besseres Signal-Rauschen-Verhältnis.
Bodengestützte Systeme eignen sich also gut für Anwendungen im steilen Gebiet, von welchen keine Informationen vom Satelliten verfügbar sind. Zur Früherkennung von instabilen Felspaketen beispielsweise werden halbjährliche oder jährliche Messkampagnen durchgeführt. Somit können Bereiche mit Bewegungen früh, sprich bereits nach 1 bis 2 Millimetern Bewegung in Blickrichtung erkannt und präzise lokalisiert werden. Bei fortgeführten Aufnahmen lassen sich, wie hier dargestellt, auch Zeitserien der Bewegung darstellen. Sind Bewegungen zu schnell für Satellitenradarinterferometrie, wie beispielsweise Gletscherbewegungen oder auch schnelle Rutschungen von mehreren Millimeter bis Zentimeter pro Tag Bewegungsraten, reicht es, die Wiederholdauer der Messung stark zu verkürzen. Mit terrestrischen Aufnahmen können wir Wiederholintervalle von bis zu wenigen Sekunden erreichen. In diesem Beispiel hier konnten wir in einer Spezialkampagne bereits nach mehr als 15 Stunden mehrere Gleitflächen an der Flanke des Spitzensteils oberhalb des Öscheninsee bei Kandersteg detektieren. Ein weiteres Anwendungsgebiet liegt im Bewegungsverhalten der Schneedecke. Lawinendetektion ist hier ein Stichwort. Da gibt es auch andere Radarsysteme, zum Beispiel Dopplerradare, welche zuverlässig Lawinenabgänge detektieren. Auch lassen sich teils Lawinenabgänge in Satellitenradaraufnahmen erkennen. Aber nur mittels interferometrischer Information, hier im Beispiel mit bodengestützter Radarinterferometrie, lassen sich bei Gleitschneesituationen die Deformationsfelder vorgängig zu Lawinenabgänge teils vermessen. Sind Bewegungen jetzt noch schneller, also zum Beispiel bei Vibrationen von künstlichen Strukturen, kann ein interferometrisches Radar auch dazu verwendet werden, diese zu messen. Dafür nimmt es aber kein Bild mehr auf, sondern schaut starr auf eine Richtung und nimmt Messungen in großer Frequenz auf. Das Beispiel hier zeigt, dass wir die Brückenkonstruktion der Kornhausbrücke in Bern während dem Verkehr gemessen haben und das Deformationszeitdiagramm zeigt hier beispielsweise die Überfahrten und Kreuzung von 2 Trams und einzelnen Fahrzeugen. Auch für diese Anwendungen mit terrestrischer Radarinterferometrie ist die Liste der Beispiele nicht abschließend. Terrestrische Radarinterferometrie von statischen Plattformen aus ist bereits sehr etabliert für die berührungslose Bewegungsmessung. Um die Abdeckung jetzt noch zu vergrößern, werden auch Entwicklungen für mobile Plattformen angestrebt. Jetzt dieses Beispiel hier zeigt die Aufnahmen an der Großrutschung Brinzals, welche mit einem auf einem Autodach montierten L-Band-SAR aufgenommen wurde. Dabei wurde für die in der Animation gezeigten Bilder auf einer Strecke von knapp 100 Metern von der Julierstraße auch Aufnahmen gemacht. Diese lange synthetische Apertur hat eine entsprechend hohe Auflösung zur Folge. Mit dieser Kampagne kann demonstriert werden, dass Hangbewegungen somit auch von bewegten terrestrischen Plattformen aus vermessen werden können. Nun, zusammen mit der fortschreitenden Miniaturisierung können auch bereits flugdrohnengestützte Aufnahmen, zum Beispiel für das Monitoring in unwegsamen Gebiet, vorgenommen werden. Die Entwicklung in diesem Bereich wird in nächster Zukunft sicher weitergehen, um das Optimum aus der Methode der Radarinterferometrie herauszuholen. Mit diesem Beispiel möchte ich nun auch meinen Vortrag abschließen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit einen ersten Überblick über die verschiedensten Anwendungsbereiche der Radarinterferometrie und die dafür verwendeten Sensoren zeigen, ohne jetzt zu stark auf technische Details einzugehen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für Ihren spannenden Vortrag. Es ist immer wieder eindrücklich zu sehen, viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten damit bereits möglich sind. Für die Fragerunde vielleicht noch ein kurzer Hinweis.
Neben Dr. Knuth ist bei der Diskussion auch Dr. Wegmüller ist auch unter uns. Er ist Gründungsmitglied und CEO von Gamma Remote Sensing und ist ausbildungsmäßig, ist er promovierter Physiker und er betreibt oder beschäftigt sich bereits seit Urzeiten mit SAR-Interferometrie. Nun freuen wir uns auf Ihre Fragen an die beiden Herren, die Sie gerne entweder über den Chat oder indem Sie sich per Audio zu Wort melden stellen können. Ja, sonst. Ja, guten Abend. Könnt ihr mich hören? Ja, wirklich ein sehr spannender Vortrag. Ich habe mich gefragt, was so die, also ich habe keine Ahnung von Radarinterferometrie, aber so die Signalintegration, wie lange dauert das, um ein Signal aufzunehmen, wenn man jetzt da mit einer mobilen Drohne in der Luft ist, ist da irgendwie etwas kritisch, dass man da das Signal zu spät wieder zurückbekommt und dann schon an einem anderen Ort ist, oder ist das kein Problem? Das ist in der Regel kein großes Problem mit der Geschwindigkeit, die wir aufnehmen. Beim Fahrzeug geht es, die Aufnahmen wurden, glaube ich, so mit knapp 60 km/h gemacht. Aber es stimmt, wenn man zu schnell ist zwischen zwei Aufnahmen, kann es ein Problem sein. Aber diese Grenze wird eigentlich bei terrestrischen Systemen oder eben fahrzeuggestützten Systemen nicht erreicht. Okay, ja, super, vielen Dank. Merci. Ja, falls es gerade noch eine zweite Frage zum Thema gibt. Ja, ich habe eine Frage. Gerne. Es wird viel diskutiert über Klimaänderung, Erwärmung, Permafrost. Die Schweiz hat viele Berge. Es gibt viele Gefahren dort. Wie kann man diese Technologie einsetzen? Und was für Projekte gibt es? Ich bin auch interessiert, was die Politik macht. Besonders der SNF, Bundesrat etc. Wie unterstützen Sie wissenschaftliche Arbeiten, um solche Probleme zu reduzieren, mitigieren, etc. Also ich kann jetzt nur von unserer Seite, also von unseren Arbeiten jetzt in der Schweiz sprechen. Vielleicht möchte dann jemand noch einsteigen, aber die Aufnahmen, die wir machen, die machen wir immer viele Detailuntersuchungen im Auftrag von Gemeinden und Kantonen bei einzelnen lokalen Fällen, eben wie im Beispiel Spitzestei gezeigt oder in Brinzhals. Also diese Daten finden Anwendungen in die Untersuchung. Aber vom großen Konzept, von der Politik her, also dort ist vieles am Tun, aber die Details bin ich wahrscheinlich die falsche Person, um diese hier Ihnen zu unterbreiten. Also praktisch nichts gemacht. Es werden Sachen gemacht, die Daten. Nichts gemacht, ich meine, mindestens auf Bundesebene. Ja, ich glaube, da ist vielleicht nicht fair, wenn wir Raphael Kaduf. Nein, okay. Ich nehme die Frage zurück. Nee, also sorry. Ich denke, wir haben ja im Anschluss haben wir noch den Special Chat nach den Vorträgen. Und ich
denke, wir haben da durchaus Leute im Publikum, die da mehr Auskunft geben können. Ich möchte die Diskussion zu diesem Punkt aber gerne auf den Spatial Chat dann verschieben. Okay. Ich denke aber doch, dass da Leute Auskunft geben können.